Die runde Ecke in Leipzig, 40 Jahre eine Zwingburg mitten in der Stadt. Hier verstummte im Vorbeigehen jedes Gespräch. Die Bezirkszentrale der Stadtsicherheit ist heute ein Museum. Seit August 1991 läuft in den Originalräumen die Ausstellung Stasi, Macht und Banalität. Schülerinnen und Schüler erfahren, wie die Staatssicherheit funktionierte und wie sie die DDR-Diktatur durch Gewalt und Terror zusammenhielt. Auch thematisiert die Vermarktung der DDR in harmlosen Werbeartikeln. Doch die Realität war nicht bunt und schrill, sondern grausam und gemein. Überwachungsfotos. Jeder Bürger war potenziell verdächtig. Deshalb wurden so viele Informationen wie möglich zusammengetragen. Schülerinnen und Schüler erfahren, wie Beweise gefälscht, Straftaten konstruiert wurden, um am Ende jeden, der in Opposition zum Staat stand, in die Knie zu zwingen.